Riga, der Wald von Rumbula. Wir befinden uns im Wald von Rumbula, 12 Kilometer östlich von Riga, wohin die Insassen des Ghettos der Moskauer Vorstadt von Riga hinmarschierten. Hier wurden sie Ende November, Anfang Dezember 1941 ermordet. Das Denkmal besteht unter anderem aus symbolischen Grabsteinen. Ein Satz von Josef Roth fällt mir ein. Wie er es ausdrückte, wo unsere Gräber sind, ist unsere Heimat. Hier starben auch die Mutter von Tante Mascha und ihre drei Geschwister. Tante Mascha und ihre Tochter, meine zweite Cousine Lena, kamen regelmäßig nach Rumbula, um das Denkmal zu pflegen. Dieses Denkmal ist das einzige ihrer Art in der ganzen Sowjetunion. Es wurde 1964 errichtet und, wie es heißt, für die Opfer des Faschismus. Der Euphemismus ist klar, man durfte nicht darüber reden, dass hier besonders Juden ermordet werden.